Da haben wir es doch. Up to date, up to date, up to date. Jo. Messermodus. Lass mal gucken. Das passt, das passt. Neu. Lass mal gucken. Option. Option gibt's ja leider nicht, ne? Nee. Stimmt. Deine Charakter war ja nur zum Aufbessern. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ein bisschen Skyrim. Na, gucken. Wisst nicht, ob ich Hundertstel soll ich die alle einlassen? Helligkeit kann man so lassen, ne? Ja. Audio. Bin ja mal Musik ein bisschen lauter machen. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Horingstadt. Ich komme aus Horingstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau,
Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Ja. Wir sind keine Rebellen! Stellt euch euren Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Kann hier oben links hin tun, die Webcam gleich. Das Kaiserreich liebt seine... Warte mal, mach ich gleich. Besser, oder? So. Uns ausgemacht bei Live Let's Play. So. So, ich wollte die. Ja, Lautstärke passt, oder? Die kann ich, glaube ich, nicht lauter machen. So, mal gucken. Verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lothir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht bogenschützen! Oh. Will sonst noch jemand fliehen? Ich nicht. Wartet. Ne? Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, aber bin ich wohl. Die nicht. Was sind das hier? Die Reptilienwesen optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst. Besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilen dauert, können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Oh, ne. Zusätzlich zu einem ihren schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst rühmen sie sich die einfachsten Bretonien von Hochfilz ihres Widerstands gegen Magie. Aha. Betonen können. Wir können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Dunkel sehen komisch aus, will ich nicht. Sehen auch komisch aus. Das sind einfach nur Menschen, ne? Händlerwesen. Geschickt in Kampfkunst und Magie. Wen soll ich nehmen? Ich tippe zu. Ich will ja Magie machen, ne? Komplett Magie, nur Magie. Obwohl ich ja eigentlich auch lieber mal irgendwas anderes ausprobiere. Aber. Ja. Will wohl nicht. Also hatte ich letztens es. Aber du darfst dich nicht so mischen. Nicht bei dem hier. Leider. Jetzt sehen wir. Weiß es noch nicht. Kaiserlicher oder Bretone? Mal gucken. Kait. Elmendige. Nur von aus Gefestkrieger. Sehen komisch aus, die, weil. Ich würde eher zu.
In der Kraft der Stimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Aber ich bin lieber Magier, ne? Deswegen nehme ich das. Ja. Arr. Wenn du den Charakter. Achso. Wir müssen noch. Ja. Warte mal, wie komme ich denn hier rüber? Hä? Muss ich hier oben hinklicken oder was? Geschlecht. Ja, das ist halt einfach nur. Vorgaben. Ja, sehr charmant aus. Kommen die irgendwie drehen? Nope. Der sieht da lustig aus. Der gefällt mir irgendwie. Ah, sieht komisch aus. Gewicht. Ist ein kräftiger Magier. Vielleicht nicht ganz so kräftig. Das gefällt mir. Kopf. Gesichtsfarbe. Warum soll der eine andere Gesichtsfarbe haben, wenn der. Ach, kann ich doch noch drehen, den Kopf. Cool. Guck mich an. Schmutz. Okay. Schmutzfarbe, also. Narben. Er hat ja schon mal Kriegsbemalung drauf, ne? Was sind wir denn da, hm? Weiß? Was ist ein Wetter? Hallo? Ach, schön, nimm das. Sieht irgendwie lustig aus, wenn ich den so anhab. War da zu lange hier. Oder so. Nasenart. Ja, komm, der gefällt mir eigentlich. Schon fern. Na komm, lass mal. Augenform, ja. Augenfarbe. Was habe ich da vor mit dem Schlingel? Ja, das will ich auch noch nicht. Gegner töten. Magie anwerten. Magie. Man kann leider nicht ranzoomen, ne? Augenbreite, Augentiefe, Lidschatten. Nee, ich habe schon Lidschatten. Lidfarbe. Mods für Magie drin? Nope, habe ich nicht. Ich habe nur ein paar. Dass die Weltbild besser ausschaut. Paar Rüstung, glaube ich. Nicht viel Mods. Und das Inventar als bessere.